So, hallo liebe Gemeinde, als nächstes wollen wir das Kommando Pfötchen. Pfötchen kann man ganz leicht hervorrufen, indem man ein Leckerli nimmt, dieses Leckerli dem Hund zeigt, dieses Leckerli in die flache Hand legt und sie dem Hund vorlegt. Der Hund wird normalerweise versuchen, dieses Leckerli einfach von der Hand runter zu pflücken. Sobald der Hund in die Nähe kommt, mache ich die Hand zu. Und ihr seht, Maya will dieses Leckerli mit der Pfote kriegen. Das heißt, sie will meine Hand runterdrücken. Pfötchen. Geklickt. Habt ihr es gesehen? Wobei, man muss sagen, Maya ist ein Hund, die tatzt gerne. Es gibt Hunde, die machen das nicht auf Anhieb. Dann müsst ihr entsprechend das Leckerli hier unten zum Hund führen. Der Hund wird es beschnuppern. Er wird wahrscheinlich 5-10 Minuten lang eure Hand lecken, so wie sie es gerade macht. Das sieht man ganz gut. Und irgendwann wird die Hand, die Pfote zur Hand gehen. Und in dem Moment müsst ihr dann klickern. Also das ist das A und O. Sprich, ihr belohnt eine Bewegung oder ein Verhalten des Hundes mit dem Klickern. Wie machst du das? So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie das mit dem Pfötchen funktionieren kann. Hoffentlich klappt es. Für Maya ist es relativ neu. Prima. So, und jetzt kommt die nächste Stufe. Wir machen das Ganze ohne Leckerli auf der Hand. Weil bis jetzt hat sie gelernt, es muss immer ein Leckerli auf der Hand sein. Dann lege ich meine Pfote drauf und darf gleichzeitig das Leckerli fressen. Jetzt versuchen wir das Ganze ohne Hand. Der große Hund muss natürlich weg. Bibi ab. So, Maya Pfötchen. Prima. Und es hat funktioniert. Bibi. Maya. Klassischer Vorführeffekt. Mama rennt weg. Welcher? Maya. Maya. Sitz. Maya Pfötchen. Fein. Jetzt habe ich vielleicht sogar ein bisschen zu spät geklickert. Und das Ganze zögert ihr so weit hinaus, dass ihr sagt, okay, das Pfötchen muss ein paar Sekunden aufliegen, um das Leckerli zu kriegen bzw. zu klickern. Maya Pfötchen. Ihr seht, ich verbinde schon das Wortkommando mit. Das Sichtsignal für Maya ist in dem Fall die flache Hand. Man sieht es auch ganz gut bei Mimi. Bibi, komm mal her. Die arbeitet schon lange mit dem Klicken. Bibi, mach mal Sitz. Das ist aber nicht Sitz. Komm hoch. Sitz. Pfötchen. Fein. Prima. Maya, Pfötchen. Prima. Pfötchen. Maya Pfötchen. Prima. Und manchmal dürfen sie auch zweimal Beine verlieren. Wenn sie von sich aus auf euch zukommt und Kommandos macht, die ihr eigentlich gar nicht wollt, hat man jetzt ganz gut bei Bibi gesehen, ich habe einfach nur die Hand ausgestreckt und ihr Pfötchen gegeben. Und wenn ich es in dem Moment nicht will, dann lasse ich es auch. Also dann gibt es auch keine Belohnung. Ihr entscheidet, wann Pfötchen gefordert ist und nicht der Hund. Maya Pfötchen.